Zimmermann. Alles, was bis heute in Holz gebaut wird, wird mit Vierkanthölzern gebaut, das heißt die Baumstämme, die viereckig geworden sind. Eine Architekten meistens quadratisch wie Wäsche. Er macht Vierkanthölzer, er teilt den Stamm in verschieden große Vierkanthölzer. Er zergliedert die Scheibe auf rund oder kantig. Er zerkleinert sie. Und dann kommt es zum Morden. Er legt es nebeneinander in der Reihe oder im Hof. Oder er bildet einen Hof. Oder er legt Teile so nebeneinander, dass sie ein Quadrat ergeben. Genügend Beispiele. Das letzte haben die vielleicht schon die meisten Befremden entdeckt. Das Häufeln der Späne. Ja, um die beiden nun wirklich stellen, feiner Herr. Was wir in diesen Arbeiten erleben, ist zugleich Zeugnisse eines Jahrhunderte alten Naturlebens. Immer wieder wird uns klar, streiten Sie nicht mit mir, ob alle Baumstämme hunderte von Jahren alt sind, vielleicht doch manche nur Jahrzehnte. Aber alle sind sie gezeichnet von diesem Naturleben. Da drüben die Stämme mit ihren Rissen, die wir von hier sehen, wo wir die Baumringe noch nicht angefangen haben, hat. Und zugleich erleben wir die Spuren der Arbeit, des Eingriffs, der Veränderung, der Gestaltung. So tritt zusammen Naturform